So, willkommen zu dem nächsten Video, welches sich mit Darstellungsmatrizen beschäftigt. Und zwar soll es in diesem Video jetzt genauer um den Aspekt des Berechnens von Darstellungsmatrizen gehen, und zwar in der Theorie. Bedeutet, was wir jetzt gleich machen werden, ist, dass wir uns eine Berechnungsmöglichkeit überlegen, mit der wir Darstellungsmatrizen berechnen können, und zwar in der Theorie jedes Mal. Deshalb starten wir direkt voll durch und brauchen erstmal unsere Grundsituation. Unsere Grundsituation ist immer die gleiche im Kontext von Darstellungsmatrizen. Wir haben einen Körper K, wir haben einen Urbildvektorraum V und einen Bildvektorraum W, beides endlich dimensionale K-Vektorräume. Die Dimension von V schreiben wir kurz als N, die Dimension von W kurz als M. Dann brauchen wir noch drei Zutaten, um eine Darstellungsmatrix definieren zu können. Einmal eine Basis von V, das sei jetzt mal B mit V1 bis Vn. Eine Basis von W, das sei hier mal C mit W1 bis Wm. Und eine k-lineare Abbildung, die wichtigste Zutat, das sei hier mal F und wie angekündigt von V nach W. Mit diesen drei Zutaten können wir nun eine Darstellungsmatrix definieren, also eine Darstellungsmatrix von F bezüglich der Basen B und C. Mit der Notation der Vorlesung ist das jetzt MBC von F. Hier noch kürzer notiert mit A. Bedeutet, wir wollen jetzt im Endeffekt A bestimmen. A ist eine Matrix. Wie kann man eine Matrix bestimmen? Naja, man muss sie eintragsweise bestimmen. Das heißt, wir wollen jeden Eintrag AIJ der entsprechenden Matrix A bestimmen. Und zwar ist das eine M-Kreuz-N-Matrix über K. Wir stehen also jetzt vor unserem Problem, A zu bestimmen. Und unsere Waffe, die wir dazu in Stellung bringen wollen, die wir benutzen wollen, ist das von manchen geliebte, von manchen gehasste kommutative Diagramm, welches in der Essenz nichts anderes als die Gleichheit dieser Abbildung aussagt. Wir haben also F ist das gleiche wie Phi b hoch minus 1 verknüpft mit F von A verknüpft mit Phi von C. Das wollen wir als Waffe benutzen. Und hier an dieser Stelle seid ihr auf die entsprechenden Videos verwiesen, die sich erstens mit Koordinatenisomorphismen beschäftigen, also Phi b hoch minus 1 und Phi c. Die sich mit Standardinterpretationen von Matrizen beschäftigen, also hier F von A. Und auf die Videos, die sich mit kommutativen Diagrammen beschäftigen. Selbst wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einigermaßen versteht, wie diese Sachen funktionieren, wenn ihr trotzdem noch mehr verstehen könntet, wäre es sicher hilfreich, sich die Videos dazu anzuschauen. Wir ermutigen euch dazu und hoffen, dass ihr das auch macht. Und zum Beispiel in diesem Video oder allgemein im Kontext von Darstellungsmatrizen kommen viele Sachen zusammen, vor allem die Kommutativität der Darstellungsmatrix. Und da ist es einfach wichtig, dass man in den Basics sicher ist. Und sobald man in den Basics sicher ist, wird alles viel einfacher. Das heißt, das hier ist dann deutlich einfacher zu verstehen. Naja, wir machen aber knallhart weiter mit dem Video und lassen das kommutative Diagramm einmal ausgeschrieben aufploppen. Was sagt das kommutative Diagramm nochmal aus in dieser Form? Das kommutative Diagramm hat F hier oben stehen von V nach W und weil hier die Gleichheit gilt, bedeutet das, F ist das gleiche wie Phi b hoch minus 1 verknüpft mit F von A verknüpft mit Phi von C. Und das wird dann hier durch diesen runden Pfeil in der Mitte signalisiert. Das bedeutet, dass das Diagramm hier entsprechend kommutiert. Und das wollen wir jetzt, wie gesagt, benutzen, um die AIJ zu bestimmen. So in dieser abstrakten Form ist es aber noch nicht möglich. Deshalb wollen wir mehr im Detail verstehen, was das kommutative Diagramm nochmal aussagt. Wir werden das in diesem Video nur im Schnelldurchlauf machen. Dazu bilden wir wieder ein klein v aus groß V einmal hier oben lang ab, dann hier unten lang, gehen erst oben lang und vergleichen natürlich dann die Ergebnisse, gehen jetzt erstmal aber oben lang, nehmen klein v, bilden es mit f ab, kriegen f von v. Jetzt sind wir schon oben abgelaufen, jetzt gehen wir den Weg unten lang, da ploppt schon einiges mehr auf, hier ist mehr zu tun. Wir gehen es trotzdem einigermaßen durch. Wir nehmen also jetzt unser V, müssen erstmal es mit Phi b hoch minus 1 hier nach unten hin abbilden. Bedeutet, wir müssen jetzt V linear kombinieren mit der Basis B, also mit V1 bis Vn. Bekommen dann theoretisch berechenbare Lambda 1 bis Lambda n.
Diese schreiben wir dann einfach in einen Spaltenvektor lambda 1 bis lambda n in kn Kreuz 1. Damit sind wir den Weg nach unten gegangen. In der Folge schreiben wir jetzt immer klein lambda für das entsprechende Ergebnis, was hier rauskommt. Wir wollen jetzt klein lambda also hier unten lang abbilden im nächsten Schritt. Machen das einfach stupide, bekommen f von a, fa von lambda. Das heißt, wir multiplizieren im Endeffekt a mit lambda 1 bis lambda n. Wir haben zwar a nicht gegeben, wir wollen ja a gerade bestimmen, aber in der Theorie mit den unbekannten a, i, j bekommen wir dann diesen Spaltenvektor in km Kreuz 1. Und jetzt müssen wir diesen nehmen und mit phi von c nach oben hin nochmal abbilden. Mit phi von c abbilden bedeutet, wir nehmen den ersten Eintrag unseres Spaltenvektors, schreiben ihn als Skalar oder als Koeffizient vor w1. Und das gleiche machen wir dann bis nach unten hin mit dem mten Eintrag des Vektors, schreiben ihn vor wm als Skalar und dann addieren wir die entsprechenden Vektoren, die dabei herausgekommen sind und bekommen unseren Bildvektor. Dieser Bildvektor ist dann in w und insgesamt, weil wir ja mit v gestartet sind und v hier unten lang abgebildet haben, bekommen wir v hineingesteckt in phi b hoch minus 1 verknüpft mit f von a verknüpft mit phi von c und weil das Diagramm kommutiert, ist das gleiche wie f von v und wir erhalten also die Gleichheit von f von v mit dieser rechten Seite. So, jetzt haben wir, sehen wir das, die Kommutativität dieses Diagramms nochmal im Detail durchgegangen für ein klein v aus groß V. Und wollen jetzt überlegen mit den neuen Erkenntnissen bzw. mit dieser Gleichheit, die wir hier haben oder mit den Gleichheiten, weil wir es ja für jedes V machen können, wie wir diese Gleichheiten benutzen können, um die AIJs zu bestimmen. Die AIJs auch hier oben. Naja, dazu machen wir uns noch einmal klar, welche, welche Sachen wir gegeben haben als Voraussetzungen, welche wir benutzen können und welche wir suchen. Naja, dazu sagen wir mal auf der nächsten Folie, schauen wir uns das mal auf der nächsten Folie an. Und zwar hier nochmal in Farbe. Was haben wir gegeben? Wir haben die Basis B gegeben, hier ab jetzt in Orange. Wir haben die Basis C gegeben, ab jetzt hier in Violett. Hier unten das Ganze weitergeführt. Und was wir suchen, sind die AIJs. Ja, die sind jetzt hier ab jetzt immer in Grün. Und was wir noch gegeben haben, ist das F. Das heißt, wir wissen zu jedem V, was F von V ist. Das bedeutet also, für jedes V können wir hier f und v bestimmen, bekommen also immer, haben immer Kenntnis über die linke Seite dieser Gleichung. Und jetzt fragen wir uns nochmal, was kennen wir denn auch schon von der rechten Seite dieser Gleichung? Naja, w1 bis wm kennen wir auch, ist ja unsere Basis c. Und wenn wir uns das genau überlegen, kennen wir im Endeffekt auch lambda 1 bis lambda n. Denn was sind lambda 1 bis lambda n? Naja, das sind ja die Skalare, die wir gebraucht haben, um v darzustellen bezüglich b, also bezüglich v1 bis vn. Und zwar kennen wir jetzt, müssen wir jedes Mal lambda 1 bis lambda n bestimmen für jedes v, aber das können wir natürlich und im Folgenden sei es dann einfach bekannt. Bedeutet also, wir haben hier ganz viele Gleichungen, bei denen wir die linke Seite, die f und v kennen und von der rechten Seite alles kennen bis auf die AIJs. Das heißt, was wir jetzt im Endeffekt machen, wir bilden jetzt genug Vs ab und bekommen genug Gleichungen hier, um nach den AIJs im Endeffekt auflösen zu können. Und um da geschickter vorzugehen, wählen wir uns sehr spezielle Vs und ich habe schon gerade verraten, wir bilden im Endeffekt die Vjs ab. Denn was passiert? Wenn wir hier V gleich Vj wählen, dann haben wir als Skalare hier überall Nullen, also die Lambda-Is sind alle Null, bis auf das Lambda-J, das ist 1. Das bedeutet, wir bekommen hier den Vektor 0, 0, 0, 0 und so weiter, dann irgendwann eine 1 und dann wieder nur noch Nullen. Das heißt, wir bekommen den J-Einheitsvektor im Endeffekt. Hier, den bilden wir dann hierhin weiter ab. Was bekommen wir dann hier raus? Naja, wir multiplizieren A mit dem J-Einheitsvektor. Bedeutet, wir kriegen hier im Endeffekt die J-Spalte der Matrix. Das können wir auch nochmal verifizieren, indem wir hier die entsprechenden Nullen für alle Lambda-Js einsetzen und oder aber
für das J dann eine 1 einsetzen, dann fliegen die anderen Summanden alle hier raus in jedem Eintrag, nur der J bleibt und da steht auch nur dann entsprechend das A1J bis AMJ. Und dann nehmen wir die J-Spalte der Matrix und bilden sie nach oben hin ab. Naja, was kommt hier raus? Hier, wie gesagt, sind die alle Lambdas gleich 0 bis auf den J, der ist 1. Das heißt, in dieser Summe bleibt nichts anderes über als A1J. Das heißt, wir haben A1J mal W1 und hier dann entsprechend in dem nächsten auch alles 0 bis auf den J hier. Das heißt, wir haben nur AMJ mal WM und bekommen also, wenn man das alles ausschreibt, einfach nur eine Linearkombination von W1 bis WM. Hier soll eine 1 stehen. Mit den Skalaren multipliziert A1J bis AMJ, welches nichts anderes ist als F von VJ. Ja, ich gehe das nochmal ganz schnell durch. Wir haben hier VJ, also hier 0, 1, 0. Entsprechend hier 0, 1, 0. Entsprechend hier 0, 1, 0. Entsprechend hier EJ, da EJ vorher schon. Dann hier kommt der J-Spaltenvektor raus. Hier 0, 1, 0. Im Endeffekt kommt nichts anderes raus als die Linearkombination von W1 bis Wm mittels der Einträge der J-Spalte von unserer Darstellungsmatrix. Das heißt, was wir jetzt im Endeffekt also machen, ist, wir bilden alle VJs ab, ein nach dem anderen, fangen mit V1 an, bilden V1 an, ab mit F, bekommen F von V1, kennen wir, weil wir F kennen, wir kennen V1. Und dann, was wir dann versuchen, oder auch wozu wir auch in der Lage sind, mit den Kenntnissen, die wir bis jetzt haben oder haben sollten, versuchen wir dann F von V1 linear zu kombinieren mit W1 bis Wm und die entsprechenden Skalare, die Koeffizienten, die wir für die Linearkombination brauchen, schreiben wir in der richtigen Reihenfolge in dem Fall erste Spalte. Und allgemein, wenn wir VJ abbilden, F und VJ hier haben, linear kombinieren wir VJ mit W1 bis Wm und nehmen die Skalare und schreiben sie in der richtigen Reihenfolge in die J-Spalte unserer Darstellungsmatrix. Und erhalten so, wenn wir das für jedes J machen, die gesamte Darstellungsmatrix. Das schreiben wir nochmal genauer auf, diese Erkenntnis. Und zwar, wenn die Seite jetzt umschlägt, okay, super. Die Kommutativität des Diagrammes liefert also, dass F von VJ nichts anderes ist als die Linearkombination von W1 bis Wm mittels des, der J-Spaltenkoeffizienten von der Darstellungsmatrix. Das heißt, was wir tun, wir bilden F von VJ ab und bestimmen die entsprechende Linearkombination mit W1 bis Wm und schreiben die entsprechenden Skalare, normalerweise Lambda 1 bis Lambda m, jetzt hier dann A1j bis AMJ, in die J-Spalte unserer Darstellungsmatrix. Ja? Das nochmal etwas formaler aufgeschrieben und dadurch kürzer, aber inhaltlich ist hier nicht viel passiert. Wir bilden also f von vj mittels phi c hoch minus 1 ab und mittels phi von phi c hoch minus 1 abbilden bedeutet, genau diese Skalare hier rausfischen, die man braucht für die Linearkombination von F von VJ mittels W1 bis Wm, also mittels C, und sie dann in einen Spaltenvektor hineinzuschreiben. Und dieser Spaltenvektor ist dann nichts anderes als die J-Spalte unserer Darstellungsmatrix von F. Und wenn wir das für jedes J machen, also von 1 bis N, bekommen wir so alle Spalten der Darstellungsmatrix. An dieser Stelle sei nochmal zuletzt gesagt, hier steht natürlich eine Gleichheit. Wer penibel ist und auf Formalität beharrt und auch manchmal auch zu Recht, dem sei hier gesagt, dass dieses Gleich nicht so förmlich genommen werden muss. Wir haben natürlich hier zu viele Klammern, aber ich sage mal, Modulo Klammerung ist MBCF im Grunde nichts anderes als diese Matrix. Okay, dann sind das auch die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Video. F von VJ ist für jedes J die Linearkombination von C mittels der J-Spalte der Matrix. Das heißt, wir können die Matrix im Endeffekt genau schreiben, indem wir alle VJs abbilden mit F und dann ein nach dem anderen die entsprechende Linearkombination
bestimmen und die Koeffizienten dann spaltenweise in unsere Matrix schreiben. Okay.